Da sind wir auch schon wieder bei Master Reboot und haben jetzt uns verlaufen, weil hier überall Bäume sind. Da, die letzte. Unsere letzte Erinnerung, die wir hier nehmen können, die Bücherei. Sind wir wieder. Whole Cloud Server crasht. Sind die ganzen Seelen dann verschwunden? Den Rest dahinter kann man nicht lesen. Erinnerungen sind nur in 2D rendersten, also 2D gerendert, ersichtlich aufgrund der Überladung. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ach so. Oh nein. Am Anfang wünschte ich mir noch eine Taschenlampe, jetzt irgendwie nicht mehr. Schatten. Ich wollte eigentlich das Radio anmachen und nicht an einem Buch ziehen. Nein, ey. Ich bin im Bücherregal hängen geblieben. Oh Gott. Oh, spooky. Yep. Hallo? So. Ein Bett. Okay. Wir müssen. Oh nein. Wir müssen allem Anschein nach. Ein Wasserspender. Und uns mal kurz ein Bild davon verschaffen, wie die patrouilliert. Wenn das so ist wie am Flughafen. Wie ist denn jetzt richtig? Oh Mann, meine Nerven. Hallo Teddy. Oh Gott, die ist hier innen drin. Kann das wirklich sein? Scheiße.
Hoffentlich steht sie nicht plötzlich vor uns. Das glaube ich jetzt nicht. Alles nochmal von vorne? Nee, eigentlich nicht. Aber merkwürdigerweise doch alles wieder von vorne. Oh nein, ey. Ich darf nicht in Sackgassen laufen. Hä? Ich kann sie nicht benutzen. Das heißt... Oh, jetzt bin ich echt verwirrt. Mussten wir hier gar nicht rein. Ach, hier waren wir reingelaufen. Aha. Wir können auch nur einmal erschlagen werden, das ist gut. Geil, ey. Enter, Alt, 3. Bitte, bitte, bitte. Hier? Wo war das denn? Oh, ich bin überfordert. Ich bin vollkommen... Hallo, Blume. Oh, ein Drucker. Hier ist es. Madison Jones schreibt 2027. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte, wir wären vorbereitet für ein Desaster wie dieses. Hier, wenn wir den Server nicht runterfahren, das ist Resident. Kommen mit manchen Vokabeln nicht klar. Auf jeden Fall wird es dann korrupt werden und Astrid läuft, ja, besteht, für Astrid besteht ein Risiko. Und ich kann sie nicht wieder verlieren. Vielleicht ist das Resultat durch illegalen Access, also Zugang in die Cloud. Wir müssen Zarin updaten. Sie ist die beste Defensive gegen Eindringlinge. Und das ist das, was wir hier erleben. Das nicht. Zarin ist, glaube ich, war, nicht glaube, sondern ich weiß es ja, war die, ist die, die uns hier die ganze Zeit verfolgt. Ich möchte hier raus. Ja, keine Zeit. Ja, keine Zeit. Hä? Eis gelaufen, so ein Mist. Haben wir bald alle Bücherregale durch, die uns umbringen können? Ah, die Blume. Okay. Wir sind wieder da, wo wir das erste Mal umgebracht wurden. Und? Wir sind von einem Bücherregal. Lass der Wasserspender zum Kreis laufen? Ja. Oh, der Eingang.
Muss jetzt mal hier gucken, ob sie hier irgendwas verändert haben. Nicht wirklich. Das Radio hatten wir, ne? Ja. Hallo Teddy. Oh Mann. Hier war ein Schuhregal. Da hinten ist die Blume. Hä? Geht hier ab, ey. Wo war denn die letzte Veränderung? Hier vielleicht? Was hatten wir gerade eben? Okay. Das Bücherregal, was uns umgebracht hat? Ja, der will uns auch zermatschen, der auch. Jetzt kann ich natürlich hier durchlaufen und die ganze Zeit E drücken. Wow. Alles klar, wir haben was gefunden. Und jetzt? Okay, ist sie jetzt frei? Ich habe noch keinen Plan, wo das jetzt bitte schön sein sollte. Aber wenn sie hier irgendwo rumschwebt, ist vorbei. Also hier haben sie sich jetzt wirklich, wirklich Mühe gegeben, bei dem Level, einen wirklich enge Räume vorzusetzen. Damit man sich echt gruseln kann, weil um jeder Ecke was warten könnte. Da ist wieder Teddy. Ja, ich weiß, diese Runde hier habe ich schon ganz oft mitgenommen. Wow. Die Bücherregal, die umkippen, hört man wahrscheinlich an den Geräuschen. Okay. Hier waren wir noch nicht. Aber hier hilft uns auch nichts. Doch, hier waren wir wohl schon. Warum war denn hier der Kopf von Seren? Das ist der Drucker. Noch so eins und. Wo ist das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ein Quietsche-Entchen gesehen.
Subjekt 99, Astrid Pedersen. David Reh hat das Ganze beauftragt bzw. gemacht. Upload was. Also der Upload war erfolgreich, keine Fehler wurden entdeckt. Daten wurden gescannt, auch keine Fehler entdeckt. Also Subjekt 99 scheint glücklich zu sein in ihrem neuen Zuhause. Personalität ist stabil. Erinnerungen hochgeladen. Erinnerungen stabil. Besuchertest stabil, 100% erfolgreich. Wow, personal only. Ja. SoulCloud, Mystery Foundation. Okay, Madison Jones war Managing Director. Ah, Madison und David Reh haben das zusammen gemacht. Ob es die E-Mail-Adresse wirklich gibt? Scheibenkleister, was ist hier los? Oh nein. Moment. Hä? Okay. Moment. Also es hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern die Buchstaben und Nummern. Buchstaben und Nummern. Wo denn? Buchstaben und Nummern. Soll ich das denn jetzt verstehen, bitteschön? Zahlen drin. 533. Null, sieben, acht, neun, drei. Wie soll das denn gehen? Ach. Null. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. Muss ich mir die Zahlen aufschreiben? 9 und 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 4 und 3. Das ist aber nicht. Das hier sind 5, 3, 3. Haben wir irgendwo was mit 4 Zahlen? Auch nicht. Das bringt uns echt nicht weiter. Okay, das ist natürlich jetzt ein hartes Rätsel und wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Oder mit diesem Satz hier, weil es dreimal mit the anfängt. Hier Buchstaben, nee, beziehungsweise, ja, ne. Boah, ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Hier nochmal gucken. Das hilft uns ja gar nicht. Oh, Astrid ist schon wieder gestorben, beziehungsweise, ne? Oh nein. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich check es gerade nicht. Drei, vier, fünf. Hier sind keine Buchstaben. Oh. Keine Ahnung, ich probiere einfach ein wenig rum. Ich muss jetzt leider diese Folge hier abbrechen und wir schaffen es diese Folge nicht mehr mit dem Ende dieser Erinnerung. In der nächsten. Ja, das Rätsel. Ich weiß schon, dass ich es geschafft habe. Also, das war einfach pure Dummheit von mir. Ich hätte da nochmal besser drüber nachdenken sollen. Nichtsdestotrotz, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Ella Badge. Ja, geiles Spiel. Also, auch hier wieder, man kriegt so richtig Bedrängnis zwischen den Regalen voll mit Büchern und man weiß, hey, da ist irgendwas. Man kriegt immer wieder, wenn man die Radios drückt, ne, angezeigt, da rennt das Mädel rum. Eieieiei. Ob es uns packen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge oder in der danach. Oder mal gucken, wie viele noch kommen. Bis dahin, auf Wiederschauen.